Ja, ich komme ja schon. Wunderbar. Gerade kam ein sehr freundlicher Polizist zu mir und sagte, einer ihrer Teilnehmer hat ein Handy verloren. Und neben dem Bühnenbereich von euch aus gesehen, auf der linken Seite steht ein Sprinter. Dort können die Person, die das Handy verloren hat, es wieder abholen. Ist vielleicht RKA, dem das verloren gegangen ist. Ja. Bestimmt verwandt. Die nächste Rednerin ist eine Ärztin. Sie heißt Silke Lüder von der Freien Ärzteschaft und schon seit vielen Jahren Bündnispartner bei Freiheit statt Angst. Bühne frei für Silke Lüder. Lauter! Es sind mehr als vorhin schon da. Lauter! Und jawohl! Ich hab dir da ein Mischpult hin. Ja, okay, gut. Freundinnen und Freunde, hallo Berlin. Es ist großartig, dass sich hier heute wieder so viele von uns getroffen haben. Denn wir wollen eins klar machen. Wir sind freie Bürger in einem demokratischen Staat. Wir lassen uns nicht Tag und Nacht überwachen wie Objekte eines durchrationalisierten Internetbetriebes. Und das auch noch unter der Herrschaft von Geheimdiensten und Wirtschaftsspionen. Wer kauft was? Wie ist unser Konsumverhalten? Und wie reagieren wir bisher auf Werbung? Dass wir in dieser Hinsicht schon längst völlig gläsern sind, daran haben sich die meisten von uns gewöhnt. Dass Regierung und Geheimdienste sich gegenseitig abhören, das gab es auch schon immer. Nur die Dimension ist mit dem Internet doch eine ganz andere geworden. Es ist auch eine neue Dimension der zentralisierten Überwachung, wenn die elektronische Gesundheitskarte geplant wird als Zugangsschlüssel für einen bundesdeutschen Krankheitsdatenberg. Seit 10 Jahren laufen Politik, Krankenkassen und IT-Wirtschaft diesem teuren Phantom hinterher, einer wahren Fata Morgana. Seit 10 Jahren wollten sie die weltgrößte IT-Struktur schaffen, mithilfe einer kleinen Karte, alle Medizindaten zentral speichern und für 2 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen zugänglich machen. Doch Ärztinnen und Ärzte wollen bei diesem Prestigeprojekt nicht mitspielen, sondern die Geheimnisse der Patienten weiter schützen. Also wurden uns kürzlich Bußgelder in Millionenhöhe angedroht, falls wir weiter Widerstand leisten. Und auch Millionen von Versicherten haben bis heute kein Foto bei der Kasse eingereicht, weil sie sich weigern, sich eine kleine Schnüffelkarte ausstellen zu lassen. Deutschlandweit Klagen von Versicherten gegen dieses Projekt. Ja, wir wissen, dass wir als Aktion Stopp die E-Card seit 6 Jahren einen Kampf wie David gegen Goliath führen. Wir machen aber trotzdem weiter. Denn Prism und Tempora haben unsere Kritik aus den letzten 10 Jahren inzwischen voll bestätigt. Seit 2002 wurden so viele schöne Dinge versprochen. Die Karte schützt angeblich vor dem Missbrauch von Medizinleistungen. Sie bringt angeblich per Knopfdruck Rettung, wenn du auf der Straße umfällst. Und sie bringt angeblich eine super Medizin für jeden von uns, weil irgendwo in einem Supercomputer deine Krankheitsdaten liegen. Bloß nach 10-jähriger Planungsphase ist davon nichts zu sehen. Mehr als eine kleine Karte mit Foto darauf ist nicht herausgekommen. Und auf dem Foto kann auch Brad Pitt oder dein Dackel sein, denn niemand prüft deine Identität. Aber die Kosten für diese flugunfähige Gesundheitsdrohne gehen schon in die Milliarden. Und dafür wird irgendwann niemand mehr verantwortlich sein wollen. Und jetzt stehen wieder mal Bundestagswahlen vor der Tür. Vor der letzten Wahl 2009 hat sich die FDP gegen das E-Card-Projekt ausgesprochen. Nur kam es nach der Wahl anders. 4 Gesetzesänderungen pro EGK hat Schwarz-Gelb durch das oft sehr dünn besiedelte Parlament gepeitscht. Im Deutschen Bundestag scheint
es nahezu parteiübergreifend eine völlige Immunität gegenüber Fakten, Tatsachen und schlechten Testergebnissen bei diesem Projekt zu geben. Anscheinend gibt es auch noch weitere Einflussfaktoren, die komplett außerhalb der Vernunftzone des menschlichen Großhirns liegen. Ich frage die Bundestagsabgeordneten, die heute hier sind und vor uns stehen, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was eigentlich passiert, wenn Ihre eigenen Daten zentral gespeichert und von ausländischen oder auch den eigenen deutschen Geheimdiensten ausgespielt werden? Was passiert, wenn der Tumormarker des Ministers, die Depression des Abgeordneten im EU-Parlament oder die Alkoholsucht der Ausschussvorsitzenden von einem Informanten mitgeteilt und damit bestimmte Entscheidungen erpresst werden? Wo, frage ich Sie, bleibt dann unsere Demokratie? Unabhängige Entscheidungen in Politik und Wirtschaft, wenn zentral gespeicherte Krankheitsdaten auch einen Politiker oder Wirtschaftsboss in die Enge treiben können und damit zum Machtinstrument werden. Bei jeder Sammlung von Online-Daten geht es um die Daten von Millionen Menschen und nicht mehr um die Daten einzelner Bürger, deren Krankheitsakten jetzt noch verstreut und meistens alleine schon wegen ihrer dezentralen Lage gut geschützt in Arztpraxen und Kliniken lagern. Natürlich braucht Medizin moderne Informationstechnologie, ganz sicher. Aber dafür brauchen wir eine neue Philosophie und kein unsinniges und gefährliches Top-Down-Projekt, sondern sichere Leitung, Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder eben Medizindaten in der Hand des betroffenen Bürgers nach dem Motto: Meine Daten gehören mir. Selbstbestimmung und zentrale Medizindatenspeicherung schließen sich gegenseitig aus. Keiner kann nämlich diesen Datenberg jemals schützen. Deshalb verlangen wir von jedem Kandidaten für die Bundestagswahl am 22. September eines: ein ganz klares Bekenntnis zu gelebtem Datenschutz in einem Bereich, der für alle von besonderer Bedeutung ist, in der Medizin. Es drängt sich ja nahezu auf. Jeder Kandidat kann sich hierbei als klasse Datenschützer profilieren. Das Thema ist ja gerade sexy. Und das bedeutet, nach 10 Jahren sinnloser Planung für Milliardenbeträge, die E-Card-Krankheitsdrohne gehört in den Schredder und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Und deshalb geht mein Aufruf an alle Politiker hier und heute: stoppt im Bundestag endlich das E-Card-Projekt. Vielen Dank.